Bildkontrolle ist natürlich auch noch eine Geschichte, bevor ich dazu komme, wie man denn ein großflächiges Bild kontrolliert. Chris, haben wir hinter uns genau die Tür aufgebaut. Was hast du uns denn dahingestellt? Die Basis aller guten Fotos. Gute Fotos werden auf Stativen gemacht. Nein, man kann auch Fotos ohne Stativ machen, aber in der Tat, ohne Stative kommt der Fotograf, der engagierte oder professionelle Fotograf, einfach nicht aus. Und da haben wir drei Spitzenmodelle, zwei, die in das Budget passen, was wir vorhin veranschlagt haben, so um die 500 Euro. Wesentlich günstiger. Hier haben wir das Zero-i 2205 und einmal das Zero-i 3204. Was macht die denn jetzt so toll, Chris? Beide aus Carbon. Ja, 8-fach-Carbon. Genau, das 8-fach-Carbon, eine sehr hohe Stabilität. Das 3204er ist mehrfacher Testsieger in verschiedenen Tests geworden. Wir selber haben ihn ja auch getestet und waren ja von Anfang an schlichtweg begeistert. Ja, das 3204 liegt so um 380 Euro, ist etwas schwer, wiegt so 1600 Gramm und das 2205 ist etwas leichter, aber auch sehr stabil und ja, eine kleine Idee günstiger, ne? So um 330 meine ich. Genau, und das, der wesentliche Unterschied ist eigentlich, dass das 2205er hat mehr Sektionen und hat dadurch ein geringeres Packmaß. Und das 3204er ist halt ein bisschen größer. Und das will ich jetzt mal, Entschuldigung, Chris, wenn ich dich unterbreche. Bitte. Das muss man einfach mal gesehen und gezeigt haben. Ich mache es jetzt nur an einem Stativbein. Carbon ist in der Regel so leicht, dass die Stativbeine nicht selbstständig ausfahren. Genau. Ich kenne kein zweites Stativ, was wie dieses Zero-i selbstständig ausfährt. Na, man muss nicht mehr nachziehen, mühevoll, und das mal drei und immer noch mal nachziehen und dann. Und da merkt man die hohe Fertigungsqualität. Ja. Das ist nur. Das untere müsstest du vielleicht noch mal einschauen. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Hier machen wir uns das mal bequem wieder. So, ich muss nicht runter und es fährt aus. Ja, und das ist ein so großer Komfortvorteil vor allen anderen Carbon-Stativen, die wir kennen. Wir kennen eine ganze Menge. Ja, wirklich. Es gibt sicherlich, bei Alu ist es nicht unbedingt das Thema, die sind schwer genug und fahren dann auch aus, aber man hat hier ein Leichtstativ und da sieht man die hohe Qualität, ne, die Zero-i liefert. Dass das hier alles optimal gefräst ist und ganz sauber. Es gibt wohl keinen, der nicht begeistert ist von denen, oder? Richtig, genau. Das ist ja wirklich die Krönung, möchte ich fast sagen, schon im Bereich von Gizzo. Kostet aber wesentlich weniger. Und beim 3204er möchte ich noch erwähnen, das ist also auch für relativ große Personen schon geeignet, so ab 1,80 Meter und mehr. Da kommt man sehr gut mit zurecht. Und alle anderen, die ein wenig kleiner sind, da würde sich zum Beispiel auch das 2205er sehr gut empfehlen. Vor allem ist es noch eine kleine Idee leichter, ja, hat die gleiche Qualität. Es fehlt jetzt, hier gibt es noch mal ein Beistativ, das kann man noch abmachen. Das hat das jetzt doch das ist auch. Das ist in der N-Serie bei allen. Genau, drin. Aber das ist dann nicht ganz so ausziehbar. Mhm. Gut, Chris. Es gibt noch andere Stative, die hochwertig und auch wirklich gut sind. Wir haben zum Beispiel auch von Faisal die Rapid-Serie. Genau. Auch gerne. Aber ich muss die Stativbeine nachziehen da. Ne? Richtig, das genau. Hat andere Vorteile, aber müsste ich mich entscheiden, würde ich tatsächlich sagen, ich nehme dieses Zero-i. Overall absolut begeisternd das Teil. Aber wir machen nicht Werbung, Chris, du hast es gesagt. Nein. Wir haben das vorher für eine andere Zeitschrift getestet. Mehrere Stative haben wir auch bei uns in der Videosektion und haben danach gesagt, das ist Testsieger, als Testsieger von uns und haben es dann für Sie auch in den Shop aufgenommen. Richtig, genau. Und haben da auch sehr viele Reports, kostenlose teilweise Reports für Sie gemacht, weil wir auch wirklich einfach begeistert sind. Chris, wir haben hier noch ein ja, Stativ alles von Kuhlmann. Selbst Zero-i kann man noch verbessern, möchte ich sagen. Und das ist die Krönung, die Schöpfung aller Stative, möchte ich fast sagen. Ja, das Kuhlmann Titan. Da geht jetzt wirklich nichts mehr drüber. Also das ist jetzt das optimale Reisestativ. Ja, das wäre jetzt noch gut. Das wäre noch ein Optimum, aber das ist unlösbar. Nein, das ist eines der stabilsten, wenn nicht sogar das stabilste Stativ überhaupt und hat ja
Viele Features. Also es kostet über 500 Euro, das muss man auch sagen. Das ist sehr teuer, ja. Und es, wir haben es ja schon gezeigt, aber weil wir es jetzt hier nochmal haben, man kann also die Stativbeine hier oben einfahren lassen. Ne? Man muss gar nicht mehr runter. Es ist natürlich kein Vergleich zu dem Carbon-Tirol. Das ist Metall hier. Ja. Es ist viel schwerer. Ne? Ich weiß nicht, 4 Kilo oder so. Genau, das sind halt aber unterschiedliche Welten. Ne? Das ist halt für die Reise auch gedacht und das ist halt für das Temporäre, wenn man es vielleicht noch irgendwo federt ab, ne, Luftgefedert. Genau, Luftfederung. Und Stativbeine lassen sich eben sehr schön von oben in der Länge oder man zieht sie, nee, man braucht sie noch nicht mal rausziehen, verstellen. Es ist also wasserdicht. Genau, für Naturfotografen. Bis zu einer gewissen Höhe ist es absolut wasserdicht. Ist hier. Einziger Nachteil, das Gewicht. Das ist ein Nachteil. Was für einige natürlich vorteilhaft ist, weil es eben sehr stabil ist. Mhm. Und für Naturfotografen mit extremer Brennweite, die auf Stabilität setzen. Oder Studiofotografen, die sagen, Gewicht spielt bei mir keine Rolle. Ich will ein massives, starkes Studiostativ haben. Genau, und da gibt es. Wir haben das ja ausgetauscht bei uns gegen ein Manfrotto-Studiostativ. Und das ist eine richtige Verbesserung für uns. Ne? Gibt es ja auch mit Kurbel. Genau. Das mit Kurbel. Mit Kurbel, also die Mittelsäule wird dann mit der Kurbel sehr fein betätigt. Und das ist ein echter Mehrwertgewinn jetzt, der Austausch. Zwei Tipps: Cerui 2205 oder 2304. 3204. Entschuldigung. Und hier unser Kohlmann Titan, können wir ihm nur ans Herz legen. Ja, bevor wir uns den Mund fusselig mit Weihnachtstipps sprechen, will ich doch zum Schluss noch zwei Kleinigkeiten ansprechen, die man auch als echten Vorteil, den man spürt und man sagt, so, jetzt hat man wirklich einen ganz großen eine neue Erfahrung. Mhm. Das ist ja das, was man sich bei Geschenken am liebsten wünscht, eine ganz neue Erfahrung machen zu können. Das ist hier Potex 7 HD, 7, sagt schon, 7 Zoll Diagonale. Kann man hier, wir haben so ein Kit, dann kann man das direkt auch auf dem Blitzschuh der Kamera montieren. Ich stelle mich wie immer hier unnötig dusselig an, aber jetzt habe ich es auch geschafft. Kann man direkt an der Kamera montieren und hat so, ja, Schwenkdisplay, Videomonitor, Videofilmer brauchen ein großes Leichtbild, um die Schärfe abzupassen, etc. Gar nicht teuer. Wie ist dein Feedback von den Leuten zu dem 7 HD? Also, ich kenne, glaube ich, nur zwei Leute, für die war es nicht geeignet, das waren Profifilmer. Die haben sich noch andere Features gewünscht. Die hat dieser Monitor nicht, wie zum Beispiel die Pick-Funktion. Das ist so eine visuelle Schärfedarstellung, aber ansonsten eines der meistverkauftesten Monitore überhaupt. Durchgehend Begeisterung. Ja. Ne? Sicherlich gibt es immer Profis, die dann noch ein Feature mehr haben möchten. Oder du hast es gerade angesprochen, Peak-Funktion. Man muss ja nicht unbedingt auf einen externen Monitor zugreifen, sondern kann neuerdings auch ein Handy zweckentfremden. So, und ich baue das jetzt schon mal so hin. Oder eben ein 7 Zoll Tablet. Ja. So zweckentfremden, das geht im Moment mit Android-Plattform, dass man das Ganze tatsächlich als Monitor benutzen kann und kann dann mit gewissen Komfortabstrichen, der ist ja hier auch geschützt noch. Mhm. Hat eine Streulichtblende. Ich kann jetzt hier, ich habe hier einen Google Nexus 7 und hier unsere Handy- und DSLR-Connector mit Upgrader auf 7 Zoll, Halterung und ja, schwuppdiwupp habe ich hier, es geht an allen Canon DSLR, im Moment nur an Canon DSLR, mit der App DSLR-Controller. Ich mache das hier mal alles live, damit Sie auch sehen, wie man das dann auch in der Praxis nutzen kann. Wie lange dauert das denn, so ein Gerät anzuschließen? Sie sehen, ich habe jetzt hier nur wenige Handgriffe durchgeführt und habe jetzt nichts weiter gemacht und schon ist die App angesprungen. Ne?
und ich bin schon im Live-Bild drin hier. Ne? Das ist also hier kein Schnack und nichts vorbereitet großartig, sondern die springt gleich an. Und ich kann jetzt hier, ja, Autofokus, Blende, alles kann ich hier verstellen, was ich will. Hier zum Beispiel mal die Blende verstellt auf 16. Ich kann jetzt die mittlere Belichtungsstufe, den ISO-Wert verändern. Und ja, ich kann natürlich auch auslösen. Und jetzt habe ich noch einen Fokus sogar drin, den kann ich natürlich auch abstellen. Und ja, Chris, das mit einem Android-Handy, das ist ein Google Nexus 7 hier mit der Halterung. Ja, das kann ich natürlich auch vor der Kamera kontrollieren. Hab natürlich nicht nur das Tablet, was ja alle möglichen Vorteile mit sich bringt, brauchen wir nicht ansprechen. Und habe jetzt hier gleichzeitig ein Video, Foto, Leichtbild, Fernsteuerungs, Touchscreen in 7 Zoll. Ist natürlich fantastisch. Wer es noch nicht kennt, wir haben viele Infos dazu, also auch auf unserer Webseite. Es gibt noch weitere Optionen, man kann das sogar kabellos betreiben, wenn man hier noch ein Handy dazwischen geschaltet hat, also DSLR-Controller als App. Ja, Chris, jetzt fällt mir nichts mehr ein, jetzt haben wir schon fast zu viel Tipps gegeben. Ja, schön für dich, dass du ein Android-Tablet hast. Ich habe es leider nicht. Apple muss da noch ein bisschen warten. Ich hoffe, die Programmierer lassen sich erweichen und programmieren das irgendwann mal für das iOS-System, denn das ist wirklich aber schon grandios. Aber, vergessen wir es nicht, weil es gerade ansprichst, Canon EOS 6T hat interne Wi-Fi-Funktion und mit der App EOS Remote, heißt sie, glaube ich, geht es auch auf dem iPad kabellos, das Live-Bild und ein paar Parameter kann man steuern, also mit der 6T, auch auf dem iPad und auf Android auch. Aber noch kein Video-Live-Bild, also wäre kein vollwertiger Video-Live-Monitor. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber iPad Mini mit der EOS 6D, ja, sogar kabellos. Ne? Schauen wir uns dann nochmal an. Gut, aber die 6D passt nicht in das heutige Budget rein. Genau, EOS 6D, Chris, dein Schlusswort vielleicht. Drauf warten oder mit der 5D Mark II zuschlagen oder sich vielleicht noch eine 7D kaufen. Ja, diese Frage werden wir heute mit Sicherheit nicht abschließend beurteilen können, denn das sind so viele Faktoren, die da reinzählt. Die 6D wird natürlich der Renner werden, denn das ist der günstigste Vollformateinstieg bei Canon. Überhaupt? Genau, überhaupt. Wir vermuten, dass sie noch vor dem Weihnachtsgeschäft in die Läden kommt, aber das ist mir eher eine Vermutung. Nichts Genaues weiß man nicht. Canon hat da keine präzisen Informationen. Mitte Dezember würde erwartet, dass der Handel. Ja, vermutlich. Ja, EOS 6D, spannendes Thema. Das werden wir auch auf dem Zettel haben. Dafür werden wir sie natürlich auch testen, sobald wir sie in die Finger bekommen. Ja. Für heute, denke ich mal, soll es das gewesen sein. Danke, Stefan. Danke Ihnen fürs Zuschauen. DSLR Woche 11. Und ich freue mich, Sie dann bei DSLR Woche 12 wieder begrüßen zu können. Tschüss. Ciao.